Jo Leute, was geht? Freunde, irgendetwas stimmt mit Chop heute nicht. Er liegt schon seit einigen Stunden einfach nur rum und schläft die ganze Zeit. Und das kenne ich gar nicht von Chop. Er will einfach nicht Gassi gehen mit mir. Chop, ist alles mit dir in Ordnung? Oh, das hört sich gar nicht gut an, Leute. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass Chop irgendetwas Schlimmes passieren wird. Und ich will ja nicht, dass Chop was passiert. Also schreibt alle mal Chop in die Kommentare, Freunde. Weißt du was? Ich überlege mir was, Leute. Ich glaube, ich bringe ihn zum Tierarzt. Ich weiß noch, wo der letztes Mal war. Wir sind schon ewig nicht mehr beim Tierarzt mit ihm gewesen. Aber es gibt noch einen offenen Tierarzt in Los Santos, an einer Location, die ihr gar nicht kennt in Los Santos. Aber gut, Chop, weißt du was? Ich nehme dich einfach mal mit. Wir bringen dich jetzt zum Tierarzt. Okay, Chop. Ich hoffe, wir schaffen es. Chop? Bist du drinne? Oh Mann, Leute, Chop liegt dort immer noch drin. Der regt sich fast kaum und er ist übelst warm. Also, ich glaube, der schwitzt oder so. Hat der Fieber? Okay, wir müssen uns beeilen, Leute. Schnell zum Tierarzt, bevor irgendetwas Schlimmes mit Chop passiert. Ich will ihn auf jeden Fall nicht verlieren. Und Leute, damit ihr auf jeden Fall Chop ein bisschen Kraft gibt, lasst ihn doch einfach mal ein Like da, Leute. Einfach, damit Chop ein bisschen Kraft bekommt. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da, Leute. Auf diesem Video alle mal. 3, 2, 1. Leute, ihr braucht ein bisschen Motivation für Chop. So, ich glaube, hier ist der Tierarzt, Leute. Da müssen wir hier nur irgendwie hier reinkommen. Alles klar, Leute. So, ich nehme Chopper mit und dann kommen wir einfach hier rein. So, okay. Oh, okay, alles klar. Oh, Chop, du bist echt schwer, muss ich sagen. Okay, kommen wir hier rein, Leute. Ist hier irgendwo... Warte mal, hier muss der Tierarzt sein, oder? Hallo? Hallo? Ist hier irgendwo der Tierarzt? Wissen Sie, wo der Tierarzt ist? Yo, Bro, dein Hund sieht gar nicht gut aus. Weißt du was, wir lassen dich vor. Hier ist zwar das Wartezimmer, aber der Doc ist im anderen Gebäude nebenan hier. Nimm die andere Tür aus dem Haus. Okay, das andere Tür, Okay, hier oben scheint er wohl nicht zu sein. Wir gucken uns aber trotzdem mal um. Das sieht ja eigentlich ziemlich bequem aus. Okay, wenn das das Wartezimmer ist, Leute, wie luxuriös muss dann bitte die Praxis sein? Ich komme hier nicht raus. Chop! Wo ist denn der Onkel Doktor? Der Onkel Doktor muss mir helfen, Chop. Es muss hier sein, Leute. Es muss auf jeden Fall diese Tür sein. Und, hallo? Ist hier irgendwo ein Arzt? Oh, da ist der Arzt. Oh, Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt in der Hundepraxis angekommen. Und guck mal, ey, die haben sogar kleine Spielzeuge, damit die Hunde ein bisschen ruhiger sind. Mister, ich brauche Ihre Hilfe. Sie müssen meinem Hund Chop helfen. Er hat Fieber und er ist überhaupt nicht kräftig. Oh, na dann. Legen Sie ihn gerne auf den Tisch. Wir untersuchen ihn einfach mal. Okay, Leute. Beim Arzt ist Chop gut aufgehoben. Er wird sich auf jeden Fall um ihn kümmern. Und haben Sie schon irgendwas herausgefunden, was mit ihm ist? Ja, ich habe ein bisschen analysiert und bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir ihm auf jeden Fall ein Antibiotikum reinspritzen müssen. Ihm geht's definitiv nicht gut. Okay, Chop hat extreme Angst vor Spritzen, Leute. Er kann das nicht so richtig. Er mag das nicht. Ich glaube, ihr kennt das auch, wenn ihr ein Tier zum Tierarzt bringt. Die haben nicht wirklich Bock darauf. Das ist deren größte Angst. Und Chop ist nochmal 100-mal schlimmer. Chop, Chop, sei ruhig. Der Arzt will dir nur helfen. Chop, lass... Na los! Bleib ruhig, Chop, okay? Bleib ruhig, Chop! Au! Oh! Oh! Au! Warte mal, haben Sie mich gerade getroffen? Hä? Sie wollten doch den Chop treffen und nicht mich. Oh, tut mir leid. Das ist gar nicht gut. Habe ich Sie etwa erwischt? Warte, was heißt hier, das ist gar nicht gut? Sie haben mich damit erwischt. Das ist doch nur harmlos, das ist doch für Tiere. Das ist... Menschen müssten doch eigentlich normal davon umgehen, oder? Ich glaube, ich werde meine Arztpraxis verlieren oder so. Ich bitte Sie leider zu gehen. Chop ist völlig in Ordnung. Er hat nur ein bisschen Fieber. Ihm wird es wieder gut gehen. Wiedersehen, tschüss. Warum verhält er sich jetzt so merkwürdig, Leute? Ich soll jetzt Chop wieder mitnehmen. Okay, Chop, komm wieder mit. Das sieht doch so aus, als würde er sich wieder bewegen können, nachdem er ein bisschen... Ich glaube, es war alles Schauspielerei von dem. Aber Leute, ich glaube, mit Franklin stimmt was nicht. Er hat irgendwie so ein Medikament bekommen vom Arzt und ich glaube, das Ganze setzt ihm ein bisschen zu. Oh mein Gott, ich humpel ein bisschen. Es tut schon weh. Okay, oh, Leute, irgendwas ist mit Franklin falsch, auf jeden Fall. Oh, okay, irgendwas habe ich da gehört. Chop, na los, komm. Wir gehen ins Auto. Freunde, irgendwas stimmt mit Franklin nicht. Ich hoffe, dass es da jetzt nicht irgendwelche komischen Wirkungen gibt. Jetzt, wo der Arzt uns, der Tierarzt uns damit erwischt hat. Mal schauen. Also auf jeden Fall, meint er, das ist irgendwie gefährlich? Okay, so, Chop. Alles gut. Wow, Leute. Oh mein Gott, Alter. Franklin, was ist mit dir los? Du kannst ja gar nicht mehr Auto fahren, ey. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich fahre die ganze Zeit Schlangenlinien, ey. Franklin, geht's dir wirklich gut? Müssen wir nicht vielleicht zu einem Arzt oder so uns untersuchen lassen? Wow. Okay, wir sind da. Ich hoffe, Chop geht's wieder besser. Hey, Chop, geht's dir wieder gut?
Es sieht so aus, als wäre er wieder in Ordnung, oder? Dann gehe ich einfach mal, Leute, ins Bett. Franklin geht's irgendwie gar nicht gut. Oh ja, ihr könnt sehen, Leute. Er fängt langsam umzukippen. Hoffentlich schaffen wir es noch wenigstens bis zum Bett. Das wäre eine gute Sache. Na los, Franklin, komm schon. Du bist gleich im Bett angekommen. Und... Naja, ein Meter knapp dran vorbei, aber... Gute Nacht, Franklin. Schlaf dich ein bisschen aus. Ich hoffe, ihm geht's bald wieder gut. Leute, lasst ihr mal ein Abo da auf dem Kanal, damit ihr Franklin gute Besserung wünscht. Okay, geht's mir wieder besser? Ich glaube schon, Leute. Ich glaube, es ist okay. Oh mein Gott. Leute, nee, es ist doch nichts okay. Oh mein Gott. Es ist überhaupt nichts okay, Freunde. Mir geht's gar nicht gut. Job, ist alles wieder okay? Ich weiß nicht, wo er ist, Leute, aber ich muss unbedingt zu einem Arzt, Leute. Schaut euch das an. Irgendwas ist mit Franklin, Freunde. Ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Wir müssen schnell zu einem Arzt, Freunde. Oh, hier ist mein Motorrad. Freunde, guckt euch das an, wie das aussieht. Okay, schnell. Wir sind bald beim Arzt, Leute. Da wird mir geholfen. Ich wette, dass dieser Tierarzt da uns irgendwas gegeben hat, was den Menschen nicht gut tut. Und er hat irgendwas davon geredet, dass er seine Arztpraxis verliert, wenn das rauskommt? Naja, hoffentlich schaffen wir es noch pünktlich, bevor es zu spät ist, ins Krankenhaus zu fahren mit Franklin. Oh, da ist der Arzt. Okay, wir haben den Arzt erwischt. Ich weiß nicht, ob das der war, aber ich glaube, es war er. Oh, sorry, sorry, sorry. Es tut mir leid. Ich kann mich nicht richtig kontrollieren, Leute. Aus dem Weg, aus dem Weg. Oh nein, nein, nein. Au, oh mein Gott. Es tut mir so leid. Franklin fühlt sich nicht so gut. Hey, aus dem Weg. Oh mein Gott. Yeah, oh, 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 Auto, Auto, Auto. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist keine gute Idee, so hier rumzufahren. Aber es geht hier um Leben und Tod. Oh, oh mein Gott. Leute, wir sind im Krankenhaus angekommen. Oh Gott. Oh nein. Oh, 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 oh. Oh nein. Oh, oh Mann. Okay, ich fühle mich wieder viel besser. Dankeschön, Doc. Dankeschön. Sir, haben Sie sich schon mal Ihr Gesicht angeschaut? Wir können Sie leider nicht behandeln. Hä, was? Wie? Die können mich nicht behandeln. Ich bin krankenversichert. Sie müssen mich behandeln. Und was soll das mit meinem Gesicht? Sehe ich hässlich aus oder was? Nein, Sir. Schauen Sie sich bitte an. Irgendetwas stimmt mit Ihnen nicht. Und wir können Ihnen nicht helfen. Oh, wovon redet der eigentlich, Leute? What? Leute, bin ich zu Chop geworden? Hä? Freunde, was ist denn jetzt los? Warum habe ich den Kopf von Chop bekommen auf Franklins Körper? Ich sehe ja übelst merkwürdig aus. Sie müssen mir helfen. Sie sind Arzt. Sie müssen mir helfen. Sie sind dazu verpflichtet. Nun, Sie sind ja kein richtiger Mensch, aber Sie sind auch kein richtiger Hund. Also, wir behandeln hier nur hundertprozentig echte Menschen und hundertprozentig echte Menschen dürfen auch erst dann behandelt werden und nicht, wenn sie 50% Mensch sind, wie in Ihrem Fall. Ehrlich gesagt haben Sie eine ziemlich schlechte Situation, denn Sie sind weder Mensch noch Tier. Also kann Sie kein Arzt in dieser Welt in diesem Zustand behandeln. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und machen Sie aus Ihrem Leben, was Sie nur können. Aber wir behandeln Sie ganz sicher nicht. Ey, wie unfair. Ich meine, das ist eine Menschenpraxis, aber ich persönlich, weil ich halb Hund bin, darf der mich nicht behandeln. Na warte, euch nehme ich das richtig übel. Das nächste Mal, wenn ich hier vorbeikomme, gibt es auf jeden Fall richtig Ärger. Ich verstehe das nicht. Vielleicht frage ich den Arzt. Ey, Sie, können Sie mir helfen? Hallo? Wuff, wuff? Nein? Leute, was ist mit mir passiert? Lag es das an diesem Tierarzt? Ich glaube, das lag an dem Tierarzt, der mir dieses Zeug reingetan hat. Diese Medikamente von Chop. Ganz merkwürdig, sage ich euch. Ganz merkwürdig. Okay, Leute, ich habe eine Idee. Ich weiß, wer mir helfen kann. Lester. Der wird mich in allen Situationen verstehen können. Der weiß, was zu tun ist. Er ist nicht so weit weg. Und wartet mal. Jetzt, wo ich halb Mensch, halb Hund bin, kann ich dann auch schneller laufen? Wir probieren das mal aus, Leute. Und yo, in der Tat, wir können ein bisschen schneller laufen. Es ist zwar nicht so super schnell, aber wir sind auf jeden Fall schon mal schneller als ein normaler Mensch. Na los, Franklin. Zack, zack, zack. Beeil dich, Junge. Beeil dich. Komm. Lester wird uns helfen, Freunde. Lester weiß, was zu tun ist. Ich weiß zwar nicht, warum ich Chops Kopf auf dem Kopf habe und selber meinen Kopf nicht mehr habe, aber es hat 100% mit diesem Ding zu tun, was der Arzt mir verschrieben hat. Oder Chop. Lester, du musst mir helfen. Komm schon, Lester. Hilf mir. Lester, oh mein Gott, nein, nicht schon wieder umkippen. Was ist denn jetzt schon wieder mit Franklin? Franklin! Oh, wo bin ich? Leute, Lester, hast du mich gerettet? Hey, wo bin ich? Lester? Hey, hey, Lester!
Du musst mir helfen. Irgend so ein Arzt hat mich zu einem Hund verwandelt und, hörst du mir überhaupt zu? Oh, sieh mal, wer wieder da ist. Job. Es freut mich zwar, dass du mich endlich besuchst, aber bitte, du musst zurück zu Franklin gehen, zu deinem Herrchen. Na los, wuff, wuff, ab mit dir. Was? Leute, was redet der denn auf einmal? Hey, warum bin ich so klein? Oh, no way! Leute, Franklin hat sich komplett zu Job verwandelt auf einmal. Oh, und jetzt, weil ich ein Hund bin, kann er mich nicht verstehen, weil ich die ganze Zeit nur am Rumbellen bin. Lester, hörst du mich? Lester, hörst du mich? Bitte, helf mir! Job, ich weiß, du bellst mich die ganze Zeit an. Wahrscheinlich vermisst du deinen Vater. Bitte, du musst wieder zurück zu Franklin. Ich kann dich auch nach Hause fahren, wenn du willst. Leute, so komme ich nicht weiter. Lester kann mich wirklich nicht verstehen. Ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach ein Hund bin. Oha, okay, wir können auf jeden Fall schnell laufen, aber Leute, was machen wir jetzt? Wir sind einfach zu einem Hund verwandelt worden von dem Doktor. Wer kann mir in dieser Situation helfen, wenn Lester mich nicht versteht und kein Mensch dieser Welt mich sprechen hören kann? Vielleicht kann mich ja Job verstehen. Er ist ja auch ein Hund. Vielleicht kann ich ja mit Job dann erstes Mal reden. Aber dieser Weg ist so weit. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Okay, Leute, ich glaube, wir können das Ganze beschleunigen. Wenn ihr jetzt alle ein Abo da lasst, dann teleportieren wir uns direkt zu Franklin nach Hause. Also Leute, drückt auf den Abonnieren-Knopf und wir teleportieren uns in 3, 2, 1. Warte, hört ihr das? Das ist so ein Bellen. Hey, hey, Job. Hallo, Job, wie geht's dir? Alter, alles gut? Hey, du, wuff, wuff, was willst du hier? Was machst du in Franklins Haus? Weg mit dir, das ist mein Territorium. Job, bitte. Ich bin's Franklin! Franklin Clinton! Erkennst du mich nicht? Was redest du da? Wuff, wuff! Warte mal. Den Geruch kenne ich. Du bist es wirklich? Wie ist das passiert? Kannst du mich verstehen? Wow, das ist komisch. Ja, ich habe keine Ahnung, warum ich dich auf einmal verstehen kann, aber Leute, ich rede einfach mit Job. Was ist denn hier in diesem Video los, ey? Stimmt, weil wir beide sind Hunde geworden. Ich muss wieder normal werden. Dieser Arzt hat mich irgendwie komisch behandelt. Der hat mir dieses Medikament gegeben, was eigentlich für dich war. Und jetzt bin ich zu einem Hund geworden. Und ich sehe, du bist ziemlich gesund. Also dich hat es offensichtlich, du hast es wohl nicht gebraucht, ne? Ja, ich frage mich, wer wird sonst mein Essen auffüllen? Wenn du ein Hund bist, kannst du dich selber füttern. Aber nicht mit meinem Essen, auf gar keinen Fall. Also was ist dein Plan? Mein Plan ist jetzt wie folgt, dass wir beide gehen zum Tierarzt, damit er sieht, dass ich auf jeden Fall nicht mehr Franklin bin, sondern jetzt einfach zu einem Hund geworden bin. Und dann wird er mir vielleicht ein Gegenmittel geben. Er muss es tun. Okay, aber keine Tricks, Franklin. Nicht so wie das letzte Mal, wo du gesagt hast, dass wir in den Freizeitpark gehen, aber stattdessen hast du mich zum Tierarzt geschickt und ich habe den schlimmsten Eingriff gehabt. Das war ein traumatisches Erlebnis. Also, los geht's. Okay, Leute. Auf geht's. Wir machen uns mit Job tatsächlich jetzt auf dem Weg zum Tierarzt und vielleicht kann er mir dann helfen. So, jetzt rede ich Klartext mit dem Tierarzt. So, lieber Tierarzt. So, hier, jetzt behandeln Sie mich. Was ist denn das? Hi, hallo, mich sollst du behandeln. Zwei Hunde auf einmal. Wartet mal. Warte, diesen Hund, den habe ich heute schon gesehen. Oh nein. Was machst du hier? Es hat also funktioniert. Unglaublich. Ja, wie unglaublich. Mach mich jetzt endlich wieder rückgängig damit. Ich will wieder ein Mensch werden. Ich weiß zwar nicht, was du da redest. Ich höre nur lautes Bellen. Aber ich höre an deiner Stimme, dass du ziemlich sauer bist. Okay, du willst wohl ein Gegenmittel. Dann probieren wir das mal aus. Einen Augenblick. Das wird kurz pieksen. Mach nur ganz kurz. Und so, fertig. Das sollte ein Gegenmittel sein. Wir haben es zwar an keiner einzigen Person ausprobiert, vor allem nicht an einer Mensch-Tier-Mischung, aber vermutlich soll die Wirkung in ein paar Stunden einsetzen. Vermutlich in 5 Stunden in etwa. Falls du Nebenwirkungen kriegen solltest, halte einfach die 5 Stunden auf. Ich weiß nicht, was passieren wird innerhalb der 5 Stunden. Okay, Leute, let's go. Der Arzt hat mir auf jeden Fall irgendetwas gegeben. Angeblich soll in 5 Stunden wieder alles normal werden. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen misstrauisch. Wir werden mal schauen. Okay, Job, alles gut. So, der Arzt hat mir was gegeben und Moment mal kurz. Sieht das nur so aus oder bin ich größer geworden? Ich bin auf jeden Fall größer geworden. Jo, wie hast du das gemacht? Wuff, wuff. Wie bist du so groß geworden? Hat der Arzt dir was gegeben? Kann ich das auch haben?
Ich will auch so groß werden. Nein, 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 nichts da. Das ist einfach nur das Gegenmittel. Freunde, wir sind einfach aus dem Nichts größer geworden. Das ist ja merkwürdig. Okay, das ist ehrlich gesagt echt weird. 5 Stunden müssen wir also aushalten, bis das Ganze wieder normal wird. Okay, dann würde ich sagen, vielleicht machen wir uns mal mit Chop auf den Weg irgendwo hin, ne? Oh ja, lass uns auf die Katzenjagd gehen. Ich liebe Katzenjagen. Komm, gehen wir auf den Spielplatz. Okay, das ist ehrlich gesagt eine gute Idee. Lass uns auf den Spielplatz gehen, Chop. Okay, da wären wir beim Spielplatz und irgendwie werde ich Stück für Stück immer größer, Leute. Leute, irgendetwas passiert mit mir. Vielleicht ist das alles Teil des Transformationsprozesses, dass ich wieder zu einem Menschen werde. Ich glaube, deswegen werde ich größer. Wahrscheinlich ist es deshalb. Haben wir dort einen Hund? Ich höre Hunde, aber ich sehe keinen einzigen Hund. Oh, warte, da ist ein Hund. Angriff! Attacke auf den Hund! Na los! Kann ich ihn angreifen? Oh ja, ich kann ihn angreifen! Ja! Let's go! Oh, das war euer Hund. Ich glaube, das wollte ich nicht. Chop, was ist los? Ja, das war mein bester Freund. Was hast du denn getan? Sorry. Ich dachte, das wäre einfach eine Raubkatze oder so. Du sagtest Katzenjagd. Der sah halt so aus wie eine Katze. Wow! Leute, ich bin schon wieder größer geworden. Freunde, irgendetwas passiert mit mir. Ich werde einfach immer und immer größer. Ich glaube, Leute, ich muss mich fernhalten von Chop, Freunde, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Chop langsam zu einem richtigen Biest wird. Vorsichtig, Alter. Oh Gott. Leute, wir werden immer größer. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an, wie groß, wie klein dieses Auto ist und wie klein dieser Mensch ist im Vergleich zu mir. Oh mein Gott, ich greife ihn an. Oh nein, 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 Leute. Ich glaube, das upgradet uns wieder. Ja, oh, Alter. Wir werden immer größer, Freunde. Chop, halt dich fern von mir. Irgendetwas stimmt nicht. Wir sind viel größer als ein normaler Mensch. Wuff, wuff. Was hat dieser Arzt so getan? Ich will auch so groß werden. Bitte. Nein, nichts da. Ich werde nicht... Nein, 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 nein. Das macht gar keinen Spaß, so groß zu sein, Chop. Glaub mir, das macht überhaupt keinen Spaß. So riesig zu sein macht sicherlich keinen Spaß. Oh, 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 oh. Oh nein, Leute. Irgendwas passiert mit Chop. Wow, was ist jetzt passiert, Leute? Wir sind einfach ultra riesig geworden. Oh mein Gott, wir sind einfach zu King Kong Hulk geworden. Wie ist das denn passiert? Passiert auf einmal. Alter! Oh nein, 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 Freunde. Ich glaube, dieser Doktor hat wirklich Experimente mit uns gemacht und er wollte wahrscheinlich Chop auch schädigen. Aber Alter, wie krass ist das denn? Vorsicht! Oh, yo, das ist einfach das Dach explodiert von denen. Hilfe, die Straße ist zu dünn für uns. Oh Mann, wir machen alles kaputt, Freunde. Wir machen hier alles kaputt. Yo, was geht denn mit Chop auf einmal? Ich meine, mit Franklin oder mit Chop? Ich habe keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall jetzt eine Mischung aus Mensch, Maschine und Hulk und King Kong. Alles in einem auf einmal. Oh nein, nicht das Auto nehmen. Wow. Das war ein weiter Wurf. Und ich meine, das Auto hat sich angefühlt wie nichts. Okay, Vorsicht. Alter, ich glaube, wir werden gleich die Cops auf uns haben. Wir werden die Cops definitiv gleich auf uns haben. Und dann haben wir ein dickes, dickes Problem, Freunde. Ein ganz, ganz dickes Problem werden wir haben. Oh, perfekt. Jetzt, wo ich davon geredet habe, Freunde, haben wir auch direkt 5 Sterne erhalten. Na, super Sache. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, muss ich sagen. Großartig. Sind wir gerade größer geworden? Leute, ich glaube, Chop ist nochmal größer geworden. Oh nein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. Was für ein komisches Experiment ist das, bitteschön, dass wir jetzt auf einmal immer größer werden. Und es hört nicht auf. Ich wollte wieder ein Mensch werden. Oh, Mann. Wo könnten wir uns sicher fühlen, Leute? Ich glaube, in Sandy Shores, oder? Ich glaube, dort ist ein bisschen weniger Action, oder? Na los, auf geht's, Freunde. Wir laufen einfach quer über den Highway. Alles ist gut. Es wird wieder gut werden. Der Arzt hat gesagt, 5 Stunden aushalten. Wir müssen nur noch 1 Stunde überleben. Oh, Mann. Ich glaube, Leute, wir werden noch mal größer. Oh, Mann. Okay. Ja, Leute, wir haben ein dickes Problem. Ich weiß nicht, wie wir jetzt kleiner werden können, aber wir werden unendlich viel größer. Wir werden immer und immer größer am laufenden Band. Und es kennt keine Grenzen. Ich bin hier safe, oder? Bin ich hier safe? I don't know. Ich weiß es nicht. Ich glaube wohl eher nicht, Leute. Oh, okay, alles klar. So, wollen wir ins Gefängnis gehen? Ich glaube, Franklin, Vorsicht, die ganzen Autos. Wir machen alle Autos kaputt. Oh, nein, 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 nein. Oh, yo, okay. Ja, Leute, ich glaube, ins Gefängnis können sie uns nicht stopfen. Ich meine, wir sind größer als das ganze Gefängnis. Jetzt haben wir 2 Militärsterne bekommen. Nein, nicht gut. Oh! Oh! Oh, Leute, wir werden immer krasser drauf. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh! Was sind das für Geräusche? Ja!
ich kann Laser abfeuern, okay. Ich glaube nicht, dass es Teil des normalen Prozesses ist, wie ich wieder zu einem Menschen werde. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich will doch nur wieder normal werden. Warum leuchte ich aus meiner Hose? Das klang jetzt extrem falsch. By the way, schreibt alle mal Chop in die Kommentare, Freunde. Ich glaube, wir könnten Trevor einen kleinen Besuch abstatten, oder? Trevor, bist du da? Trevor, ich brauche deine Hilfe. Wo ist Trevors Wohnwagen? Ich glaube, er war hier, oder? Ist es Trevors Wohnwagen? Oh mein Gott, ich weiß nicht, warum ich hier alles leuchte. Oh, Leute, da ist Trevors Wohnwagen. Okay, ich kann auch... Oh nein. Oh, yo. Sein ganzer Wohnwagen brennt. Ich hoffe, dass du nicht da drinne bist, Trevor. Aber dein ganzes Haus ist gerade abgebrannt. Tut mir leid. Tut mir wirklich, wirklich leid. Nicht? Oh, wir werden noch größer. Freunde, wie groß können wir denn eigentlich noch werden? Das ist jetzt schon Maximalgröße, oder? Ich glaube, das ist Maximalgröße. Oh nein. Oh, oh Gott. Oh, yo, 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 yo. Vorsicht, Vorsicht, Alter. Wir machen sonst die ganze Welt kaputt. Freunde. Ist das alles noch Teil des Plans, wie ich normal werden kann? Ich glaube, so groß wie wir jetzt sind, können wir nicht mehr schrumpfen, oder? Das ist irreparabel. Oh Gott, was passiert denn jetzt? Leute, meine Hose brennt! Meine Hose brennt! Okay, entweder war das ein Furz oder ich bin gerade innerlich explodiert. Ich glaube, es ist eine von beiden Sachen, aber... Oh Mann, nein. Das Feuer erstreckt sich überall. Leute, es erstreckt sich echt überall. Oh nein. Nein, nicht schon wieder die Hose. Meine Hose explodiert wieder. Oh! Vier Militärsterne, Freunde. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh nein, die schicken jetzt Panzer nach uns. Die schicken jetzt einfach Panzer. Nein, 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 nicht gut. Nicht gut. Nein. Nein, nein, meine Hose glüht wieder. Nicht schon wieder. Und jetzt haben wir maximale Sterne. Oh nein. Was passiert jetzt? Oh! Leute, ich sehe meine Hand. Ich sehe meine Hand. Haben wir es? Was ist jetzt passiert? Hä? Wait. Wir sind wieder... Was ist hier passiert? Die Welt war doch gerade am Brennen und... Ist das alles wieder normal? Ach, so. Hey, Sie sind es. Was haben Sie mir nur getan? Sie sind endlich wieder beim Bewusstsein. Ach, bin ich froh. Sie haben die ganze Zeit halluziniert. Und haben irgendwelches komisches Quatsch geredet von, sie sind jetzt Chop und können mit Hunden reden und wollten ein Gegenmittel oder irgendetwas. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber dann sind sie auf einmal durch die ganze Stadt gelaufen. Komisch, was für eine Ausdauer sie hatten. Und sie dachten, sie hätten die ganze Welt zerstört und würden immer größer werden. Und ich bin einfach nur froh, dass sie wieder da sind. Tut mir leid, dass ich ihnen dieses merkwürdige Zeug reingedrückt habe. Nächstes Mal treffe ich lieber ihren Hund. Oh, das waren also alles nur Halluzinationen. Das war alles nicht echt. Okay. Ja, Leute, okay. Eigentlich war es ziemlich cool, dass wir als Chop gespielt haben. Freunde, an der Stelle würde ich sagen, das war es auf jeden Fall von diesem Video. Chop hat uns auf jeden Fall einen dicken Streich gespielt. Aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein. Ciao.